Hi und herzlich willkommen. Ich bin der Kuhmann, das ist Minecraft. Heute ein bisschen später, aber lieber später als nie. Und zwar sind wir hier irgendwie immer noch im Kuhstall und wir müssen einige Dinge holen. Wir brauchen ein bisschen Dekoration. Wir brauchen ein paar, wie will man sagen, Scheiben und. Geht hier wirklich um ein paar Dinge. Ich denke, wir gehen ganz kurz mal hier zur Kiste. Gucken, die Schere muss ich kurz mitnehmen. Was kann ich hier noch sonst lassen? Vielleicht das Holz. Das auch. Da hat es keinen Platz mehr. Das ist auch okay. Gut. Da haben wir einen Bogen und einen Infinity-Bogen. Alles klar. Gut. Dann lass uns kurz die Schafe scheren. Ich auch und ich auch noch. 14 Wolle, das ist super. Da kann die wieder ein bisschen Gras fressen. So, komm, weg, weg. Schön. Hier die Feuerplätze müssen wir noch machen. Den Kühen geht es auch gut, so wie es ausschaut. Oh. Es ist wieder mal Weihnachtsspecial. Das sehen wir an den Kisten. Schön. Gut, und eben, wie gesagt, wir holen jetzt ein paar dekorative Dinge. Ein paar Pots. Andere Dinge. Hier müssen wir auch nochmal ein bisschen mehr Leben reinbringen. Ist alles so ein bisschen statisch. Überall die Weihnachtskisten. Schön. Ah, ich liebe es. Und nicht vergessen, wir haben auch Weihnachtsmütze an. Von dem her alles gut. So. Super. Ja, und ich hoffe, du hast ein schönes Fest. Ich muss halt wirklich so ein bisschen... Guck mal, alles Weihnachtskisten hier. Das ganze Lager voll. Dann, was brauchen wir? Glas haben wir gesagt. 121, ja, nehmen wir mal 32, müsste eigentlich reichen. Steaks, gut. Die Fischer, den Bow können wir hier lassen, Granit, Kobbel. Was ist das, White Wool? Das ist okay. Diorit muss ich vielleicht nochmal einpacken. Diorit. Vielleicht brauchen wir hier noch ein bisschen. Kann gut sein, kann ich mir vorstellen. Dann haben wir denn eigentlich Farbstoffe hier. Rot. Können wir machen ein rotes Bett. Und dann nehmen wir das hier weg. 6 Wolle brauche ich. Die restlichen 7 können wir reintun. Was haben wir sonst noch? Grün? Tall Green Grass. Was können wir denn sonst? Blau? Haben wir blau irgendwas? Komm, machen wir 1, 2, 3. Blaues und grünes Bett, das ist schön. Dann... Weed, 17 Stück nehmen wir mit vielleicht. Dann vielleicht hier noch die Seeds. Ein paar. Dann haben wir Pots. Pots. Haben wir Clay. Clayball. 32, komm. Hier lassen wir ganz kurz hier durchflitzen. Mit dem müssen wir eigentlich ein paar Dinge machen können. Wie ist es? Den Rucksack, den grünen Rucksack habe ich mit dabei, gell? Hier sind ja immer noch die Pflanzen drin, richtig? Ja, das ist super. Das ist sehr gut. Rotten Flesh, Sweet Potato Seeds. Aber wir haben so viele coole Dinge eigentlich noch, die wir brauchen können. Bone Meal. Weed Seeds und so weiter, das ist alles okay. Dann brauchen wir vielleicht noch ein paar Frames.
Vielleicht nicht 12, aber so vielleicht 6 oder so. Da kann man auch Dinge reintun, wie Scheren oder sonst irgendwas. Das ist gut. Eimer. Wir brauchen ja Eimer, um Kuhmilch. Eimer, genau. Um Kuhmilch zu abzufüllen. 5 von denen. Scheren haben wir hier noch eine. Die nehmen wir mit. Was lassen wir hier? Oh, die Leitern kommen. Gut. Da haben wir so ein bisschen Bett, ein bisschen das. Den Rest können wir eigentlich machen drüben aus dem Holz, was wir haben. Das ist sehr schön. Da gehen wir hoch. Hoch und rüber. Hier die Burg muss ich auch mal noch finalisieren. Ah, es gibt so viele Dinge, die wir tun müssen. Das Bambuszeug muss hier weg. Dann die Wege ausbauen, richtig schön. Kräutergarten machen. Hier, Brunnen vielleicht irgendwas. Aber jetzt machen wir erstmal hier oben fertig. Kohle hätte ich noch mitnehmen können. Stimmt. Also. Jetzt schauen wir hier mal rein. Haben wir die Gläser. Hm? Das ist nicht schlecht. Hier auch. Hier auch. Wollen wir hier oben vielleicht das sogar so machen? Da sieht man ein bisschen mehr. Mal gucken von außen, wie es ausschaut. So. Lichter hätte ich noch ein paar mitnehmen sollen. Laternen. Fällt mir jetzt gerade so auf. Gut, das ist mein Bett. Das nehmen wir wieder mit. Das legen wir nach unten. Ja, jetzt aber. Was können wir da sonst noch reintun? Die Seeds. Gut. Also, auf der einen Seite brauchen wir mal hier sowas. Können wir Essen reinstellen. Das ist gut. Dann haben wir hier was. Vielleicht hier noch so ein... Was können wir hier noch reintun? Haben wir Weed? Ja, komm, wie leid. Sowas. Ja, das ist gut. Dann hier vielleicht so ein Topf. Pot. Large Small Flower Pots. Ah, nehmen wir mal 10, komm. Die können wir ja überall hinstellen. Dann lass mich hier nochmal das Glas kurz versorgen. Wegstecken. Wie auch immer du sagen möchtest. Dann machen wir das hier hinten so. Hier kommt einer hin. Hier vielleicht einer mit. Nee, nicht hier. Hier vielleicht einer mit Gemüse drin, Kräuter. So, das ist nicht schlecht. Hier müssen wir noch einen Tisch machen. Hier kommt dann noch der Arbeitsbereich. Gut, lass mal gucken. Jetzt haben wir ja das so. Was wollen wir hier reintun? Kräuter oder sowas? Hm? Das wäre vielleicht mit Gras gar nicht so übel. Kann ich Gras in so einen Pott tun? Nee, das geht nicht. Dann lass uns mal gucken. Was haben wir?
Cornflowers, Dandelions, Lilies, Tall Light Blue, Nigrohydrange, irgendwas. Ah, schwierig. Komm, wir machen mal ganz kurz Nachtruhe. Immer wieder mit. Ich habe zu wenig gemacht hier. Fällt mir gerade jetzt auf. Gut, müssen wir nachher nochmal machen. Alles klar, jetzt ein paar Blümchen reintun. Wo haben wir denn das hier? Also machen wir Raspberry. Kriege ich gleich Hunger. Hier einen kleinen Bambus. Hier vielleicht ein Blümchen noch. Bambus weg, Blume raus. Ah, das ist kein Blümchen, das ist ein Seed. Gut. Müssen wir nachher auch mal aussortieren hier. Ah, komm, ja, das ist schön. Hier so, sowas. Nice. Und hier vielleicht was Blaues. Hm? Vielleicht sowas. Blue Flower. Ah, auch schön. Gut, dann machen wir hier so. Hier machen wir so eine Arbeitsbank. Ein Loom können wir natürlich auch noch hier drüben reinstellen, weil Loom würde ja passen mit Wolle und so. Also zeigen wir hier. Hier haben wir sicher einen Schrank für sowas. Na, vielleicht brauchen wir das aber eher, um ein bisschen dekorativ zu sein. Wir nehmen die hier. Sehr schön. Dann hier können wir vielleicht noch einen Eimer oder so als Deko. Hier vielleicht ein paar Eimer rein. Dann, was kann man hier noch reintun? Seeds, Weeds wäre natürlich auch nicht schlecht. Dass das hier ein bisschen Sinn macht. Hier so. Und vielleicht noch ein paar Seeds. Weed Seeds. Wie sieht's denn aus heute? Das ist wieder ganz schwach. So. Dann lass uns mal Bettchen machen. Und zwar einmal ein rotes. Und einmal ein blaues. So. Dann brauchen wir Holz. Holz. So. Blaues Bett ist immer nett. Einmal. Und dann rotes noch, komm. So. Jetzt machen wir rot, wäre scharf oder so. Dann ist hier das Heim des Schäfers. Machen wir das so. Hier das andere. Da kann man hier vielleicht noch irgend so einen Pott oder was nochmal drauf tun. So. Was machen wir hier? Noch ein Blümchen. Blaues nochmal. Oder ein rotes. Nee, komm, blaue. Haben wir ein bisschen Kontrast hier drin. Dann machen wir hier nachher noch einen Schrank. Vielleicht noch ein Bild. Ein paar Barrels. Und hier drüben. Außenwand schlafen, hat Mama gesagt, ist nicht gut. Dann würde ich sagen, machen wir das hier so. Oh, schön. So und so. Da haben wir hier noch einen Pott. Und hier machen wir rote Pflanze natürlich. Hm? Soll ja ein bisschen Abwechslung bieten. Oh. Und
Red Oak Sapling. Ich glaube, ich muss nachher mal in die Baumschule kurz. Vielleicht das erste oder zweite Bäumchen pflanzen hier. Was haben wir denn? Ein Rosenbusch. Schick. Und dann kann man da ein Lämpchen machen. Hier noch ein Bett. Komm hier rein. Hier ist Schrank. Das sind Slabs. Kann ich denn... Lass mich mal gucken. Wie ist denn das? Nicht schlecht. Sieht ein bisschen schöner aus. Das ist gut. Hier müssen wir mal überlegen. Schrank. Wie mache ich Schrank am besten? Da würde ich sagen, eine Tür. Zwei Barrels und oben vielleicht jeweils von den Trapdoors. Komm, wir machen mal einen Schrank. Was haben wir denn hier noch? Dark Oak, Dark Oak. Spruce, das ist gut. Brauchen wir. Spruce brauchen wir auch. Dann hier und hier. Eins, zwei. So. Machen wir das so. Spruce Trapdoors, wäre jetzt gefragt. Oh, zwei. Machen wir gleich vier, fünf, komm. Das ist gut. Da habe ich leider noch eine Spruce Door. Da haben wir dann auch gleich drei Stück davon. Gut. So. Und jetzt machen wir das eben so. Sehen wir hier die Fässer, dann die Doors. Warte mal. Falsche Seite. Ich möchte das gerne hier haben. Schön. Dann Diorit ist natürlich direkt in die Sammelstation hier wieder rein. Sehr schön. Hier sowas wie ein Schrank. Geht sich endlich aus. Da können wir oben noch einen Pott machen oder sowas. Das geht natürlich nicht. Gut, hier das so. Hier könnte man natürlich auch, dann haben wir noch von den Stufen. Hier können wir natürlich auch einfach sagen, wir machen hier sowas. Dann hier nochmal ein Blümchen. Was machen wir? Wie immer vielleicht sowas. Nee, geht nicht. Ah, ist nicht immer alles kompatibel mit den Töpfen. Gut. Poppy. Komm, machen wir einen Poppy hier. So. Hier können wir noch eine Laterne hin tun.
Hier vielleicht dann noch ein paar Schränke nochmal. Ja, aber ist gar nicht so übel. So. Hier so, hier so. 3 und 4, das rate ich mir. Bisschen wenig, ja. So, haben wir 3 Stück nochmal. Das ist okay. So. Das hier so und so. Das ist gar nicht schlecht. Das gefällt mir eigentlich gut. Dann kann man hier vielleicht dann irgendwann irgendwo noch Painting. Wie mache ich Painting schon wieder? Hier kann man vielleicht noch ein Bild. Noch ein Blumentopf hier. Das heißt, wir brauchen noch einen Komposter vielleicht. Ja, ja, aber wird eigentlich huschig. Hm? Das ist super. Dann ist es hier. Hier machen wir auch vielleicht nochmal so ein Ding. Hier machen wir hier hinten. Da kann man hier nochmal so Schränke machen. Hier machen wir vielleicht dann so schreibtischmäßig nochmal. Kann ich das jetzt schon machen? Nee, warte mal. Hier vielleicht ein großes Bild hin. Ja, ja, aber wird gut, wird gut. So. Sehr schön. Hier vielleicht nochmal eine kleine Sitzbank oder irgendwas, ein Tischchen. Aber ich würde sagen, zum Allgemeinen. Kann man den hier wegnehmen. Dann würde ich hier mal her so hinstellen, dass hier noch ein bisschen... Man kann auch natürlich hier sagen, okay, man macht hier so ein Absperrteil. Vielleicht noch ein bisschen Barrels oder so. Bin mir jetzt das Ganze gerade am Überlegen. Planks nehmen wir mal mit. Stickies haben wir zwar noch, das ist gut. Dann nehmen wir das hier. Bruce Wood. So, komm, zack, zack. Machen wir das so. Haben wir 3 Fences, das ist gut. 1 Fence machen wir hier, haben wir gesagt. Und da kann man hier parallel das auch mal so machen. Wäre natürlich geil, wenn wir hier so einen Schmiede oder Kamin hätten oder irgendwas. Lass mich das mal angucken, von draußen vielleicht sogar. Aha. Dann ist hier noch ein Tischchen, haben wir gesagt. Ja, kann man machen. Außer hier wäre dann eben so ein Kamin. So. Blume, Blume. Was haben wir denn hier noch?
diese Seeds. Ja? Hier ein bisschen Werkzeug noch da lassen, finde ich. Das ist eine gute Idee. Eine Hau vielleicht. Ja, komm. Hier so ein bisschen Werkzeug rein. Zack, zack. Ne, so. Das. Muss ja nicht neu sein. Das wird ja gearbeitet mit dem Zeug. Hier noch ein Blumentopf oder was? Ah ja. Ketten, Laternen, Bilder. Ja, ich denke, wir müssen noch mal rüber. Dann zeigen wir mal, wie wäre es denn hier? Hier wird es eigentlich gehen. So ein kleines Kamin hier raus. Müssen wir vielleicht ein paar Brickstones machen. Gut. Aber geil. Sehr geil. Gut, was haben wir hier? Radish, Raspberry. Sehr schön. Also gehen wir mal die Seeds raus hier. Corn. Letuche. So, was haben wir noch? Onion Seeds, auch geil. Und das hier. Onion Seeds. Letuche. Salat. Ey, ich will das Zeug anpflanzen. Jetzt sofort. Corn. Corn haben wir viel. Dann, was haben wir hier noch? Sweet Potatoes. Wow. Ich sehe, wir werden gesund leben hier. Oak Sapling. Rubber Sapling. Was haben wir noch? Spruce. Das nimmt mich einfach runter. Dark Oak, Dark Oak. Dark Oak Leaves. Akazie brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Dann, wo haben wir das gehabt? Das hier, die zwei. Gucken, wie es ausschaut hier hinten. Waren wir schon lange nicht mehr. Ah, Freeze. Oh, 28. Naja. Ja, es wird gut hier, ich sag's dir. Gucken. Dann kommen Spruce noch ein paar. Mal schauen. Das hier wird mit den Bäumen. Ich bin gespannt. Gut, jetzt muss ich aber schnell nach Hause. Und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge natürlich. Ja, und bis dahin, schau gut auf dich, bleib gesund und du weißt ja, wie es läuft. Wenn dir das hier gefällt, lass doch ein Abo hier. Ein Like oder irgendwas. Am liebsten Abos natürlich. Und da können wir uns nächstes Mal ja, wieder unterhalten, was wir Schönes bauen können hier.
denn heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Ihr wisst es, ich bin der Kuhmann, das ist Minecraft und danke für die Zeit. Bis dann, tschüss.